Jungs und Mädels, liebe Freunde des Hydroponic Towers, hallo und herzlich willkommen. Das ist kein 3D-Druck-Video, sondern im Prinzip ein Update, das ich euch unbedingt geben muss, wenn ihr den Hydroponic Tower aus dem Video, das hier oben verlinkt ist, versucht nachzudrucken. Denn das Drucken ist das eine, aber dass das Zeug dann auch funktioniert, ist das andere. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal ganz kurz, wie ihr diesen Kalibrator kalibriert. Ist nichts anderes als wie ein Messgerät, das den pH-Wert, den EC-Wert und womöglich, je nach Gerät, was ihr so besitzt, auch andere Werte noch messen kann. Dass das ganze Teil aber kalibriert werden muss, ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Da es nur eine englische oder teilweise eine japanische Anleitung gibt, habe ich mir gedacht, machen wir halt eine auf Deutsch und das ist sie jetzt. Also herzlich willkommen, hier wird nicht 3D gedruckt, sondern ich zeige euch jetzt einfach, wie man mit wenigen Handgriffen sein Messgerät so kalibriert, dass es dann für richtige, realistische Messungen auch was taugt. Viel Spaß dabei! Die meisten Geräte, die ich gefunden habe, funktionieren eigentlich ziemlich nach demselben Prinzip und sehen relativ gleich aus. Wir haben auf der einen Seite hier oben eine Schraubkappe und darin befinden sich meistens 3 bis 4 von diesen Knopfzellenbatterien, das heißt Batterien kann man hier jederzeit tauschen. Das Ding ist auch wasserdicht, das soll es auch unbedingt sein, denn ihr werdet ja das dann schlussendlich auch in euer Pflanzenwasser eintauchen müssen. Hier unten haben wir eine Kappe und wenn man die runternimmt, sieht man hier auch schon die ganzen Sensoren, die für die Messungen zuständig sind. Man kann auch dieses Teil hier abschrauben und wenn man das vorsichtig hier rauszieht, kann man hier theoretisch auch die komplette Messeinheit rausnehmen und falls die mal kaputt wird oder so nachkaufen. Achtet nur beim Zusammenstecken drauf, dass die Kontakte auch wirklich passen. Da schaut man einmal rein. Normalerweise muss man das Zeug hier nicht mehr auf- oder zumachen, sondern lediglich die Kappe dann nach dem Messen wieder draufsetzen, damit das Gerät nicht verunreinigt wird. Dann benötigen wir das, was im Lieferumfang schon dabei ist, und zwar diese 3 kleinen Säckchen hier. In denen befinden sich einerseits ein pH 9,18, ein pH 4 und ein pH 6,86. Diese 3 Bäckchen müssen jetzt in destilliertes Wasser eingeführt werden. Und warum ist hier ein 4. Becher? Weil wir einen noch benötigen, wo eben nur destilliertes Wasser drinnen ist, damit wir das Messgerät auch jederzeit wieder reinigen können. So lange aufrühren, bis ihr nichts mehr von dem Pulver in dem destillierten Wasser seht. Gut, jetzt können wir im Prinzip die Schutzkappe runternehmen und das Ding hier jetzt einfach im normalen destillierten Wasser, da ist gar nichts drinnen, mal kurz ausspülen und mit einem trockenen, sauberen Tuch hier alles wieder trocknen. Nun ist es wichtig, dass ihr da natürlich nicht mit den Fingern rankommt oder so, jetzt schaltet ihr das Ding einfach ein. Wartet ganz kurz, tippt es ins Wasser rein und wartet, bis dieser Wert hier jetzt stabil ist. Es braucht ein paar Sekunden. Okay, und jetzt drückt ihr 6 Sekunden, bei meinem Gerät sind es 6, bei anderen sind es 5 Sekunden, 6 Sekunden lang den Mode bzw. Calibration Button. Wenn das 3-mal geblinkt hat, kann man das rausnehmen, kurz abtropfen lassen. Wir haben ihn jetzt auf die 6,86 kalibriert. Jetzt gehen wir zum Reinigen hier in das normale destillierte Wasser. Wieder aufs Tuch. Wischen alles ab. Und führen jetzt die gleiche Kalibration nur beim pH-Wert 4 durch. Heißt, rein damit, loslassen und ihn die neue Kalibration eben durchführen lassen. Jetzt merkt ihr, jetzt sind wir auf dem pH 4. Er hat 3-mal geblinkt. Und auch jetzt ist der 4er-Wert eingestellt. Nochmals abwaschen, reinigen und ratet mal, genau, es ist so spannend wie vorhin auch. Genau das gleiche machen wir jetzt auch nochmal hier. Momentan misst er die 9,07, es sind aber 9,18, das heißt wir drücken jetzt wieder 6 Sekunden. Lassen los und lassen ihm die Kalibration auf die 9,18 machen, die hat jetzt 2-mal. Zum 3. Mal gemessen. Damit bleibt das Blinken jetzt aus. Jetzt wird das Teil gewaschen, abgetrocknet und damit habt ihr alle Werte jetzt hier so kalibriert, dass er für die nächste Messung im Prinzip jetzt ready ist. Ausschalten und gut ist.
Braucht es dazu ein eigenes Video? Ich denke ja, weil das Teil haben wahrscheinlich jetzt viele aufgrund von meinem Video gekauft und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Die englische Anleitung ist ein bisschen tricky und kompliziert, aber ihr seht, das Ganze ist mit einer deutschen Anleitung durchaus eigentlich ziemlich vernünftig. Falls euch das gefallen hat, beziehungsweise ihr sagt, hey, komm, ich möchte viel mehr über diesen Hydroponic Tower erleben, beziehungsweise mit mir meine Erfahrungen auch so wachstumstechnisch miterleben, weil ich baue das ja auch gerade zum ersten Mal auf, dann abonniert einfach den Kanal, liked das Video oder schaut euch, wie gesagt, die anderen Sachen an. Sind sehr interessant, was alles jetzt hier so für Themen für diesen Tower eben so gibt. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zusehen. Ihr könnt gerne rundherum hier irgendwas noch anklicken und vielleicht auf dem Kanal noch ein bisschen verweilen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder und ich verbleibe mit den Worten Peace, Love and lasst die Welt ein bisschen grüner werden. Schweig Ober. End out.